da oben rum? Verdammt, dieses perfekte Wetten! Ausgerechnet jetzt! Pop! Wetten? Och nö! Das eine war doch schon so schlimm! Also gut, dann mal los, du Drecksvieh! Action Time! Gegen welches kämpfe ich? Ultima. Lassen wir erstmal alle bloß, was da ist. Verdammt, der hat nur Ramu und Tiefschritt. Lassen wir erstmal Odin los. Die Limits werden direkt losgelassen. Ah, Regeneration muss ich auch noch anschmeißen. Lass ich mich direkt mit Wetten pullen nach, na supi. Vor allem, wie stark ist das Vieh? Hellmasker. Ich glaube, das ist viel stark mit einer Attacke. Oder war das Vincent? Au, fuck! Dann zählt es nicht, das passt zu Vincent. Zitter, ey. Wieso verwechsel ich die jetzt? Kurva! Ja, toll, jetzt blume ich ja schon auf Polnisch. Die Weapon kriegen wir platt, die kriegen wir platt, die hat keine Chance gegen mich. Die Weapon Rate, der ist hier irgendwie geil. Los, hau drauf. Blätterregen. Ich hab hier noch Kuyata. Kann auch noch. Und Heilung 3 lieber. Bei der Attacke. Oh! Regener. Au, scheiße! Und Vincent kann ja aktiv nicht angreifen. Verdammt! Er hat die Regina aufgehört? Bitte nicht! Nur weil Yashi tot ist! Bitte nicht! Alter, aber das scheint schon eine dicke Herausforderung zu sein. Die ist noch aktiv. Erst einmal. Phönixfeder. Auf unsere Yaffi.
der wichtigste Charakter, ey. Und Nightmare, ja. Wie gesagt, eine kleine Portion von Freddy Krüger. Oh, was hat er jetzt vor? Wart das schon? Gott sei Dank. Los, verschwinde. Ja, aber ich habe ein bisschen mehr von dir erwartet. Du Scheißvieh, versuchst du etwa zu entkommen? Boah. Ich schwöre, nächstes Mal mache ich den Kern zu Kleinholz. Du hast die halbe Zeit nur rumgelegen, Jaffi. Aber gute Einstellung. Der Lebensstrom scheint auch wieder zum Normalstand zurückgekehrt zu sein. Hey, du liebst wohl zu scherzen. Das ist gar nicht gut. Der Hauptschirm ist ganz aufgefüllt. Uns steht noch etwas viel Schrecklicheres bevor. Mist, raus hier! Aber was passiert mit Tifa und Cloud? Verdammt! Du hast keine Zeit, mit dir um andere Sorgen zu machen. Du weißt nie, wann der Strom losbrechen wird. Mensch! Beeilung! Laut. Mach, dass sie rauskommt! Das ist übel! Das Beben wird immer stärker! Warte mal kurz, Cloud! Doktor! Sollten wir nicht lieber woanders hinbringen? Sicherer, wenn wir uns ins Freie begeben. Mach dir keine Sorgen, Cloud. Ich werde dich an einen sicheren Ort bringen. Die Wände halten nicht. Schnell raus hier. Ja. Klar, Cloud? Wir gehen jetzt! Wow! Beim Lebensstrom? Wo bin ich? Was ist los? Ich... Wo ist Cloud? Cloud, wo bist du? Wie? Was? Wer? Wer ist da? Ich höre nichts. Moment mal.
Davon weiß ich nichts. Nein, ich war es nicht. Sowas würde ich nie tun. Hä? Mit wem redet Tifa da? Nein, aufhören! Nicht! Helf mir doch, bitte! Cloud, Hilfe! Hä? 1, 2, 3, 4? Wo bin ich? Cloud! Was ist los, Cloud? Was ist das? Sind das deine Träume? Oder ist das dein Unterbewusstsein? Du bist auf der Suche, nicht wahr, Cloud? Auf der Suche nach dir selbst. Ich kann auch helfen. Wir werden gemeinsam versuchen, dein wirkliches Ich zu finden. Aber wo sollen wir anfangen? In jener Sternennacht. In jener Sternennacht am Brunnen. Das Versprechen, das sie uns in jener Nacht gaben. Was, wenn die Erinnerung nur eine Täuschung ist? Ein verborgener, geheimer Wunsch. Zärtliche Gefühle, die niemand je erahnen kann. Okay. Ich denke, hier ist das, wo wir noch versuchen. Die Tore von Nibelheim. Vor 5 Jahren ist Sephiroth durch diese Tore getreten. Und so fing alles an. Es hat mit Nibelheim zu tun? Ja, das stimmt. Am besten, wir fangen dort an. Lass uns mal sehen, Cloud. Ich weiß, dass es schwer ist, aber ich werde dir helfen. Cloud, sieh mal! Hier ist der Brunnen! Und das Grimmsinn! Der einzige LKW in der Stadt, der schon hier war, als wir noch kleine Kinder waren. Ist das Nibelheim, an das du dich erinnerst? Es ist genau wie mein Nibelheim. Deshalb ist dieser Ort unser Nibelheim. Vor 5 Jahren kamen 2 Soldier. Sephiroth und ein junger Soldier. Kannst du mir nochmal erzählen, was passiert ist? Wie fühlst du dich? Vor 5 Jahren sah ich den echten Sephiroth zum allerersten Mal. Du bist zum ersten Mal seit langer Zeit wieder in deiner Heimatstadt, nicht wahr? Wie fühlst du dich? Kann ich nicht sagen, denn ich habe keine Heimatstadt. Deine Eltern? Das ist also der große Sephiroth. Meine Mutter war Inuva. Sie starb bei meiner Geburt. Mein Vater war... Doch ehrlich gesagt fand ich ihn sehr kalt.